Herzlich willkommen auch die Aufzeichnungszuschauer. Ist es nicht schrecklich? Arte zeigt uns wieder, dass die Menschheitszerstörung wohl unendlich weiterläuft. Arte, anstatt endlich die weltbesten Kritiker ihrer Irrtümer sozusagen mit lauter Sendungen abzufragen und sie zu fragen, sagt uns, wo irren wir, wo du und so weiter. Ja? Stattdessen fällt sie wieder auf das Schema rein. Wir hören lieber auf die Adolf Hitlers unter den Wissenschaftlern. Die Arte-Sendung handelt also von einem Treffen von 20 Wissenschaftlern. Da wird irgendwie so getan, als seien das irgendwie die Besten oder so. In Wirklichkeit sind es die Prominentesten oder die man so als Bekannte und Promis und die sich nach vorne gedrängelt haben. Also quasi die Adolf Hitlers, die Massen am ehesten begeistern können, die dummen Massen mit ihren Halbwahrheiten am besten faszinieren können. Da hält man die Kamera rauf und lässt diese Dummschwätzer, ich sag's mal freundlicher, diese null ahnungshabenden, teilweise linksextremistischen Laberköpfe, hätte ich jetzt schon beinahe gesagt. Also wie gesagt, völlig leere, ich glaube fast 2 Stunden Sendung da, nichts reden. Die Sendung hieß ja die Rettung der Menschheit, das ist ja schon mal der richtige Titel. Da hätten sie nur unsere 20 Professoren und so weiter vom Weltrat vor der Kamera und im Online-Gespräch haben sollen. Dann hätten sie eine vernünftige Sendung gehabt. Dann hätten sie nämlich die Wahrheit über die Welt erfahren. Aber so ist das mit der Menschheit. Ja, das heißt, wieder werden nur die Promis, die Adolf Hitlers, die Massenbegeisterer, die den dummen Massen am ehesten nach dem Munde reden, linksextremistische Pseudowissenschaftler, die natürlich wieder gleich davon rumlabern, dass man doch den Reichen und den Fähigen und den Eliten alles wegnehmen müsse und so weiter, die Schere zwischen Arm und Reich unbedingt schließen müsste, obwohl das keines unserer zentralen Menschheitsprobleme lösen würde, sondern einfach nur uns wirtschaftlich schwächen würde und die Fähigen noch schneller außer Landes treiben würde, als wir das sowieso schon tun. Wir tun sowieso schon alles in Deutschland, um den Nachwuchs an Fähigen zu verhindern mit aller Kraft und den Nachwuchs an Unfähigen zu maximieren. Und wir tun alles in Deutschland, um die Auswanderung aller Fähigen zu beschleunigen und die Einwanderung aller Unfähigen zu beschleunigen. Ja, so, und die Einwanderung aller Fähigen bremsen wir ab, so gut wir können. Ne? Ja, so. Und damit machen wir doch schon alles richtig, um uns dem allmählichen Niedergang des Römischen Reiches Deutschland zu nähern. Ja? Also, dabei sagt noch immerhin, kommt es zu einem Zitat in der Arte-Sendung, wenn die Gesellschaft von der Realität abgeschnitten ist, geht vieles schief. Ja? Das ist doch gar nicht so weit entfernt von unserem Satz. Jetzt gehe ich mal mit der Maus auf unsere Homepage. Ich hoffe, Sie sehen das. Wir befinden uns
seit 400.000 Jahren in der Menschheitsepoche des Irrtums, in der alles von oben bis unten voll von gefährlichsten Irrtümern ist. Ganz generell muss deshalb die Menschheit, sollen die Menschheitsprobleme jemals lösbar werden, ihre Gesprächskultur, das ist ja aus dem unserem Brief an die an das Bundeskanzleramt, den jetzt schon viele Mitarbeiter persönlich bekommen haben, muss deshalb die Menschheit, sollen die Menschheitsprobleme niemals lösbar werden, ihre Gesprächskultur abwandeln hin zum wechselseitigen Falsifizierungsprozess. Zu Professor Sir Karl Popper, Karl R. Popper Talks, freundlicher wechselseitiger Falsifizierungsversuche, wo irre ich, wo du mit Redezeitkonten und Schachuhren. Wir laden Sie herzlich ein zum Gespräch mit Ihrer oder unserer Online- und Telefonkonferenz. Freuen uns auf baldige Rückrufe. Ja, und diese Einladung gilt ja an alle. Ja, denn wir haben ja überall diese Einladung. Das ist ja nicht nur sondern Arte hätte dieser Einladung folgen können. Stattdessen ist es eben wieder reingefallen. Auch dort ist man natürlich, im Bundeskanzleramt ist man natürlich auch gefährdet, so zu denken, ja, es reicht ja, wenn ich die prominenten Adolf Hitler-Wissenschaftler höre, die den Massen am besten nach dem Munde reden und deswegen prominent sind und von vielen Fliegen als Mist angeflogen werden. So die Masse der Fliegen landet beim größten Misthaufen. Ne, der Ideen und genauso ist das ja auch in unserer Gesellschaft. Ja. Und insofern, ja, wenn die Gesellschaft von der Realität abgeschnitten ist, geht vieles schief und das haben wir seit 400.000 Jahren in unserer jetzigen Menschheitsepoche des Irrtums. Ja, ich glaube, das ist das zentrale Thema. Das ist das Unverstandene, ja. Und ich glaube, hier unten kommt es ja nochmal, ja, es kommt ja nochmal hier. Und fragen Sie sich, was es für die Menschheit und was es fürs Fernsehen bedeutet, wenn sogar Arte nur mit den Adolf Hitlers der Wissenschaft, mit den Promis, mit den Massen nach dem Munde Räder und die Massen hinter sich herlaufen lassenden Pseudowissenschaftlern spricht, aber nicht mit den echten Wissenschaftlern von Weltrat und Next Scientists for Future. Ja, das ist das Elend, ja. Fragen Sie sich, was es für die Menschheit gerade in dieser 400.000-jährigen Menschheitsepoche des Irrtums bedeutet, dass fast niemand, auch Sie, bisher nicht, Fragezeichen, eine solche Einladung auf der eigenen Homepage stehen hat. Ein Desaster für die Wahrheits- und Lösungsfindungschancen der ganzen gesamten Menschheit. Also Arte, anstatt sich zu fragen, wer kann uns bei unseren Irrtümern am besten den Kopf waschen, sozusagen, und mit denen müssen wir eine Sendung machen und deswegen fragen wir beim Weltrat an, weil die scheinen anderer Meinung zu sein als wir und scheinen andere Ansichten von der Welt zu haben. Aber stattdessen lädt man immer die ein und macht eine Riesensendung, die gleiche Meinung haben wie die in diesem Fall leicht linksradikal, linksextremistisch gestimmten Journalisten. Ja, also das ist ja, das ist das Dilemma, in dem wir alle da stecken. Ne? Und der zweite Satz bei Arte, der war auch immerhin realistisch, wenn man ihn auf den Weltrat bezieht. Ne? Statt Big Data zu nutzen, um die Zukunft vorauszusagen, und ich ergänze, und dann Gutes tun zu messen, also statt Big Data zu nutzen, um die Zukunft vorauszusagen, nutzen wir Big Data für den Datenhandel und ich ergänze für den Datenmissbrauch. Ja? Also noch einmal der Satz aus Arte, der ist ja genau richtig. Statt Big Data
also große Datenmengen zu nutzen, um die Zukunft vorauszusagen und viel wichtiger in der GWÖ-GWO-Kombination, also in der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, wirtschaftsfreundlichen Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, das Gute tun zu messen mit den Big Data, also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand zu erfassen aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden einschließlich aller Behörden und so weiter und Sozialsparten und Weltsozialsparten und so weiter. Und das finanziell rückzukoppeln, so dass pleite geht, wer uns weiterhin schadet an Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand, zum Beispiel durch Lobbyistenkontakte und Konzernkontakte, wobei es Lobbyisten dann eben nicht mehr gibt. Ja, wenn wir die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung einführen, dann haben wir automatisch keinen Lobbyismus mehr, weil ein Politiker keine Sekunde sich mehr Zeit nehmen kann für den Kontakt mit Lobbyisten, denn sonst ist er schneller weg abgewählt, als er gucken kann, ne? Also. Stattdessen nutzen wir Big Data für den Datenhandel oder ich sag's genauer, für den Datenmissbrauch zur kommerziellen Kaufsuchterzeugung bei den dummen Massen sozusagen, ja, und bei den Massen, ne? Wobei wir ja alle anfällig sind. Auch ich bin sicherlich ganz oft sicherlich Opfer der Werbungsgehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung. Das beeinflusst mich ja auch immer wieder und so weiter. Also wir müssen alle, niemand sollte denken, sogar niemand vom Weltrat sollte jemals denken, dass er nicht erreichbar sei von Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung durch parasitäre Meme, Killer, Viren des Geistes, irrationale Kognitionen, kurz Vorteile. Bringende Irrtümer all der Sparten, die seit 400.000 Jahren unsere Gehirne waschen auf das Kräftigste. Ja, so viel zur Katastrophe dieser Arte-Sendung, die zeigte, dass die Menschheit alles tut, um den Niedergang endgültig zu betreiben. Tschüssi, liebe Aufzeichnungszuschauer.